Hey, ich wollte jetzt meinen Riesenhaul Teil 2 drehen und es tut mir leid, dass ich 2 Monate dafür gebraucht habe, um das Video endlich zu drehen. Ich habe leider sehr viel Zeit damit verbracht, auch wieder neue Produkte zu kaufen, war auch im Urlaub, bin halt auch sehr viel arbeiten, wodurch ich halt nicht so viel Zeit habe, ein Video zu drehen. Nehmt mir das bitte nicht krumm und wir kommen jetzt zu den Produkten, die ich bei Schlecker gekauft habe. Unter anderem von Got2b Schmusekatze die Antifurz-Lotion für geschmeidige Styles, glätten, seidenweich, halt. Ich kann dazu nur sagen, dieses Produkt ist super toll und ich benutze es auch so weit es geht täglich. Und ich bin damit sehr zufrieden und kostet halt bei DM 3,75 €. So viel hat es halt auch bei Schlecker gekostet. Da allerdings noch nur die Hälfte, weil war ja Ausverkauf. Und dieses Produkt kostet bei Rossmann 5,99 €, wo ich mir das dann allerdings nicht bei Rossmann kaufen werde, sondern bei DM nachkaufen werde. Und ich finde, 5,99 € ist irgendwie zu teuer. Und ich gebe gerne viel Geld aus, das gebe ich auch zu, für Pflegeprodukte und Kosmetik und all so etwas. Aber 3,75 € bin ich dafür gewillt auszugeben, aber nicht 5,99 € oder 6,99 €. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das Produkt ist wirklich super. Ich kann es nur empfehlen. Also probiert's aus für also diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben. Einfach teures Produkt. Dann habe ich mir von Relania Face, das sind Eye Make-up Remove Pads, wo ich sagen muss, die haben 1,29 € oder 1,75 € gekostet und die sind scheiße. Entschuldigung, dass ich das jetzt so drastisch sage oder so direkt sage, weil ich zeige euch jetzt auch warum, weil so sehen diese Pads aus. Das sind halt so eine ganz dünnen Teilchen für diejenigen, die halt noch nicht kennen. Und die sind wirklich eklig. Die sind ölig, eklig. Bleh. Hier, könnt ihr das sehen? Meine Finger glänzen so schön. Ich habe die mir eigentlich für den Urlaub gekauft, als ich nach Wuppertal fuhr zur Jessie. Sie ist ja meine beste Freundin und habe gedacht, ja, da muss ich mir halt jetzt nicht meine ganzen Kosmetiktücher mitnehmen, um mich da ständig abzuschminken. Reichen doch die aus. Falsch gedacht, ich habe mich mit denen dreimal abgeschminkt und ansonsten halt hat mir Jessie entweder ihre Abschminktücher gegeben oder ich habe es halt mit Wasser oder mit meiner Gesichtscreme gemacht. Also nicht zu empfehlen und die werden bei mir auch in die Tonne wandern. Dann habe ich mir von Manhattan aus der Buffalo LE hatten die noch einen Nagellack da, halt hier in diesem ganz tollen Grün. Das ist die Farbe 87J. Die hat, soweit ich weiß, original 2,75 €, glaube ich, gekostet. Und ich liebe die Produkte wirklich von Manhattan, weil die sind einfach toll. Die halten auch super, kosten halt auch nicht viel und einfach wow. Also nur zu empfehlen, die Nagellacke an alle, ne? Aber ich trage den halt jetzt auch nicht so oft, weil ich habe jetzt einen lilanen von Manhattan drauf und bei mir in der Arbeit ist halt das Problem, ich lackiere mir die Fingernägel, hält vielleicht 2 Stunden und dann blättert der ab. Weil ich sitze nämlich an der Kasse, ich kassiere und fülle halt auch die Regale auf und sowas und dann, ja, sieht das halt irgendwann aus, als ob ich das abgefressen hätte oder was weiß ich. Es blättert halt extrem schnell ab. Dann habe ich noch von Manhattan einen Lotus-Effekt Nagellack. Das ist die Farbe 11N. Den gibt es auch bei Rossmann und DM, glaube ich, auch zu kaufen. Ich finde dieses Weiß super toll, weil das total schön schimmert.
Und die großen Flaschen kosten, glaube ich, 3,45 €. Und da sind halt 11 Milliliter drin und halt, wie gesagt, einfach nur super, die Nagellacke. Dann habe ich mir von Manhattan einen Lippenstift gekauft. In dieser schönen roten Farbe. Ich habe ihn bis jetzt einmal getragen, weil zur Arbeit trage ich keinen roten Lippenstift. Und das ist die Farbe 45N. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt es vielleicht lesen. Und wie gesagt, halt ein wunderschönes Rot. Nur ich kann es halt nicht zur Arbeit tragen, weil zu knallig. Beziehungsweise ich könnte, aber ich mache es nicht, dadurch, dass mein Oberteil halt schon rot ist, was ich in der Arbeit trage. Und ich glaube, der hat 3,95 € gekostet. Auf jeden Fall nicht mehr als 4 €. Und ich kann den nur empfehlen. Falls ihr noch keinen davon habt, der ist wirklich toll und das Rot ist auch wirklich wunderschön. Ich swatche den mal auf den Handrücken. So. Also wirklich eine sehr tolle, schöne rote Farbe und ja. Dann habe ich ebenfalls von Manhattan noch ein Long Lasting Gloss Glide, heißt das, Lip Gloss gekauft. In der Farbe 54K. Halt ein sehr schöner Rosaton, wie ich finde. Ich swatch euch den jetzt auch mal. So, das ist jetzt der Rosaton. Das ist ja halt wie bei jedem Lipgloss halt vorne mit diesen Schwämmchen dran. Wo ich allerdings jetzt bei Lipgloss diese kleinen Pinsel vorne wesentlich besser finde als diese kleinen Schwämmchen. Aber der hat halt das noch nicht mit dem Pinsel, aber ich finde den halt trotzdem super toll und der hat auch nicht mehr als 4 € gekostet. Also 3,45 € glaube ich sogar nur oder 2,45 €. Also auch nur zu empfehlen, weil der hält auch eine lange Zeit und ist halt auch super toll, gerade auch was die Farbe angeht und ja. Dann habe ich mir von Essence einen Base-Zähler geholt, Studio Nails Better Than Gel Nails. Ich habe den bis jetzt nur einmal drauf gehabt. Achso, das ist die Farbe 02 Soft Rose. Und ich kann halt noch nicht so viel zu dem Produkt sagen, weil, wie gesagt, ich hatte den erst einmal drauf und auch nicht lange. Der hat, glaube ich, einen Tag bei mir, hatte ich den drauf oder so. Danach fand ich das irgendwie total, naja, ne? Aber. Naja, der hat, glaube ich, 1,95 € oder 2,25 € gekostet. Wie gesagt, auf den Produkten waren halt alle 50% drauf. Dann habe ich noch von Schlecker, dieser Eigenmarke, diese Kosmetikmarke, Basic, einen Lippenstift geholt. 54 Deep Red. Kann man es lesen? Nein. Halt. Da ist in der Mitte, ich mache das mal ganz kurz ein bisschen weg, den Lippenstift. So, in der Mitte halt so ein Pflegebalsam noch drin, also ja, Labello oder sowas halt. Und halt auch ein sehr schönes Rot, halt dunkler als das Rot vorhin. Aber richtig Hammer, wie ich finde. Das ist jetzt der rote hier ganz unten. Und der hat, glaube ich, 1,99 € gekostet, aber gehört halt auch jetzt mittlerweile schon zu meinen Lieblingslippenstiften. Halt, ich habe halt sehr viele rote, muss ich dazu sagen. Und ich schaffe mir auch immer wieder neue rote an. Aber alle immer von der Farbe her irgendwie anders. Aber schade, dass man die Marke leider nirgendwo anders kriegt, weil der ist auch super gut und der hält auch richtig lange. Ja. Das war's jetzt. Achso, der heißt Minerallippenstift. Richtig. Ja. Das war's dann schon vom meinen Schlecker-Einkauf. Jetzt kommt gleich im Anschluss zu Eva. So, nun kommen wir zu den Produkten, die ich bei zu Eva bestellt habe.
Ich habe halt 3 Pinsel bestellt und 3 Pigmente. Einmal den Create 228, das ist halt so ein Blendepinsel. Den finde ich super, super toll. Der hat auch sehr, sehr weiche Borsten. Der hat 4,20 Euro, glaube ich, gekostet. Oder 3,80 Euro. Ne, 4,20 Euro so. War das, glaube ich. Ich bin mir auf jeden Fall nicht mal ganz so sicher, aber ich kann euch den Pinsel nur empfehlen. Der ist wirklich super, super toll. Und ja, auch super weich und ist halt richtig, richtig toll, auch von der Handhabung her. Und kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Pinsel. Ich habe mir den Precise Shader, das ist die 235, geholt. Ist halt so ein ganz kleiner, feiner Pinsel. Und der eignet sich halt gerade gut zum Arbeiten am unteren Wimpernkranz oder oben in der Lidfalte oder halt auch für feinere, detailliertere Arbeiten beim Augen-Make-up. Und auch hier sind wir die Borsten sehr, sehr schön weich und halt auch ein super Pinsel, auch nur zu empfehlen für 3,80 Euro. Bei dem weiß ich noch genau, was er gekostet hat. Und ich liebe diesen Pinsel einfach. Ich benutze den auch ziemlich oft und ich kann den wirklich nur empfehlen. Dann habe ich mir noch den Pencil, das ist die 230, bestellt. Ich habe die Pinsel jetzt leider nicht ausgewaschen, weil eigentlich hat der weiße Borst, muss ich dazu sagen. Ich drehe dieses Video nämlich ziemlich spontan und ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Dieser Pinsel hat halt auch wieder sehr, sehr weiche Borsten und ist halt auch super, super toll. Gerade was Blenden oder Verblenden direkt auf den Augenlid betrifft, finde ich den super toll. Oder auch mit zum Auftragen von Eyeshadow oder Pigmenten, um die dann auch gleich im Anschluss noch ein bisschen zu verblenden. Finde ich den super, super toll und ich benutze den halt auch so gut wie es geht tagtäglich. Und wirklich ein Hammerpinsel, der auch nur 3,80 Euro kostet. Und die Pinsel sind wirklich richtig gut von zu Eva, muss ich dazu sagen. Die sind ihr Geld wirklich wert. Und ich kann sie auch nur jedes Mal jeden weiterempfehlen. Und ja. Dann habe ich mir das Pigment Opera geholt. Das ist halt ein wunderschöner lila Ton. Ich swatch euch den jetzt auch mal. Was ich dazu nur sagen kann, jedes dieser Pigmente schimmert super, super geil. So, das ist jetzt halt Opera. Der schimmert, ja, halt noch in einen wunderschönen lila. So. Und ich habe diese Farbe nur gesehen auf der Seite von zu Eva und mich direkt drin verliebt. Und für 3,80 Euro kosten die, glaube ich, die Pigmente. Sind die halt auch wieder ihr Geld richtig, also halt, ja, beziehungsweise die könnten auch teurer sein, weil ich würde sie mir trotzdem kaufen, weil die wirklich Hammer sind. Auch gerade von der Farbabgabe her oder Pigmentierung, das wollte ich sagen. Von der Pigmentierung her sind die wirklich Hammer. Und für Leute, die halt die Pigmente noch nicht kennen, bestellt sie euch oder geht mal auf die Seite von zu Eva und guckt mal, ob euch davon irgendwelche Sachen gefallen und bestellt einfach mal, weil die Lieferzeiten sind nicht lang und es ist alles nicht super teuer, es ist eigentlich relativ günstig, wie ich finde. Gerade was Pinsel anbelangt oder auch Pigmente. Also dagegen sehen die Pigmente von Essence echt alt aus. Die Pigmente von Essence sind zwar auch super toll und gut und schön, aber die von zu Eva sind halt wesentlich besser, auch qualitativ und ja, genug geblabbert. Jetzt kommen wir zum zweiten. Das ist Love Story. Ein sehr, sehr schöner rosa Ton, wie ich finde. Wie wurde es beschrieben?
Ballett Pink in der Beschreibung. Musste ich drüber grinsen. Und dieses Pigment ist einfach Hammer. Huch. Weil, ich zeige euch gleich warum. Na, komm. Das habe ich schon an allen Fingern kleben. Dieses rosane Pigment schimmert Gold. Auch wenn man es nach außen hin weiter verblendet. Was ich jetzt mal ein bisschen mache. Wird das Pigment goldfarben. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Und es ist halt einfach der Oberhammer, dieses Pigment. Und ich liebe einfach diese Farbe. Ich habe das halt auch nur gesehen. Man sieht halt nur wirklich auf diesem Foto nur, wie die Farbe aussieht. Nicht, dass die in irgendeiner Farbe schimmert, finde ich. Und ich habe die halt nur gesehen, mich drin verliebt. Und ich fand die beiden Farben, zum Beispiel in der Kombi, auch ganz toll. Dazu kann ich vielleicht am Ende auch ein Foto einblenden. Das habe allerdings nicht ich geschminkt, sondern die Jessie, die ja halt hier auch einen Kanal auf YouTube hat. Glitter Jessie, vielleicht kennt ihr sie ja. Und halt auch einfach Hammer sah das aus. Nochmal vielen lieben Dank, Jessie, dass du mir so ein tolles AMU, also Augen-Make-up geschminkt hast. Und es sah halt wirklich einfach Hammer aus. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Pigment, das heißt Goldiva. Wie das schon sagt, ist es ein richtig hammerhartes Gold. Ich zeige euch das erstmal. Also es ist wirklich ein wirklich hammer schönes Gold. Was auch richtig schön geil Gold schimmert. Welchen Finger nehme ich denn jetzt? Das Pigment habe ich jetzt, glaube ich, bis jetzt ein- oder zweimal erst benutzt. Meine Finger sehen aus. So, das ist jetzt diese Farbe. Wie ihr seht, es schimmert wirklich richtig schön Gold. Es ist einfach Hammer und wie gesagt, ich kann sie nur empfehlen, die Pigmente, weil die halt auch wirklich mit den Jumbo Eye Pencil oder halt auch mit einer Base drunter super, super lange halten und ja, gerade auch was so abends oder auch Alltags-Make-ups, Augen-Make-ups, keine Ahnung, angeht, sind diese Farben halt für beides geeignet oder halt allgemein geeignet, obwohl sie schimmern. Und ja, ich will jetzt auch nicht weiter labern oder zu viel labern und ich sag jetzt einfach bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen und ihr könnt mich wirklich ruhig abonnieren und meine Videos kommentieren, weil ich möchte gerne wissen, was ich noch besser machen könnte. Ich will auch nicht betteln jetzt und oder so. Ich wollte nur das mal wieder sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Tschüss.